Berlin Mitte, am Rande von Kreuzberg. Nicht weit von der Berliner Mauer entfernt, gegenüber einem Heizkraftwerk und als Nachbar eine Frittenbude. Um an dieser Ecke ein Atelierhaus zu errichten, hat sich die Bürgerstadt mit dem Architekten Roger Bundschuh und einem Galeristen zusammengetan. So bot sich unversehens die Möglichkeit, einmal anders an ein Bauvorhaben heranzugehen. Entstanden ist ein Ensemble mit zwei Häusern, die durch einen gemeinsamen Treppenturm und einen Innenhof miteinander verbunden sind. Ein Galeriehaus mit Galeristenwohnung und ein Haus für eine Baugruppe der Bürgerstadt. Wie kommt man dazu, für einen Galeristen und dann auch noch für eine Baugruppe in einer solchen Ecke ein Haus zu bauen? Diese Ecke fand ich besonders faszinierend, weil sie eine der Ecken ist, wo eben, man sagt immer so schön, dass Berlin ist die Stadt, die immer im Werden ist. Und dieser, sagen wir mal, dieser tentative Aspekt, den die Stadt hier noch hat, der hat uns schon wahnsinnig gereizt. Wir bauen diese Häuser eigentlich für Leute, die Lust haben, sich auf diese Beziehung mit der Stadt und mit den anderen Stadtbewohnern auch einzulassen. Ich habe ja selber Architektur auch studiert und habe mir natürlich auch das quasi ausgesuchte Haus im Prinzip, weil mir die Architektur von Anfang an so gut gefallen hat. Also das Offene und die vielen Blickrichtungen und das Ungewöhnliche an dem Haus. Durch großzügige Fensterflächen öffnet sich in allen Wohnungen der Blick nach drei Seiten. Hin auf die Stadt in Bewegung und in den Himmel über Berlin. Die Architektur spielt mit den Möglichkeiten einer freien Raumgestaltung und plant gezielt die Lichtsetzung. Diese drei Schornsteine und in der Mitte der Fernsehturm, das war etwas, wo wir am Anfang, das hat uns fasziniert am Anfang und wir haben das natürlich auch die Blicke so gerahmt. Da auf die Berliner Blockraumbebauung verzichtet wurde, konnte der Architekt den Raum so aufteilen, dass das klar komponierte Atelierhaus wie eine eigene Gebäudeskulptur wirkt. Eine Skulptur, die zur Kinoleinwand für die Passanten wird und sich auch im Gegenüber der beiden miteinander korrespondierenden Häuser selbst bespiegelt. Hinzu kommt ein Dachgarten auf dem Galeristenhaus. Denn, wie Roger Bundschuh betont, wollten wir sehr stark dieses Wohnen im Grünen, weil wir ja dem einen Bauherrn versprochen hatten, er wohnt in einem Garten. Dieses Haus ist ja ungewöhnlich. Es ist also nicht das, was Berliner Investorenarchitektur ausmacht. Wenn man darüber diskutiert, wird man oft mit dem Vorwurf konfrontiert, das sei was ganz Exklusives. Ich finde es nicht exklusiv. Ich kann es nicht richtig nachvollziehen, weil es war jetzt ja auch nicht wahnsinnig teuer. Das Einzige, was daran eigentlich Luxus ist, ist, dass wir mehr Freiraum gelassen haben. Wir haben das Grundstück nicht so ausgenutzt, wie es möglicherweise möglich gewesen wäre. Also es ist wirklich nicht alles vollgestopft. Ja. Wir haben keine teuren Materialien. Ja. Und es ist alles eigentlich ganz einfach und primär. Platz und Raum und Licht, das ist wirklicher Luxus. So wurde Platz und Raum für einen Garten geschaffen. Die bemalten Mauerteile wurden in den Gartenraum integriert. Und neben dem vorhandenen, wild gewachsenen Baum wurde ein weiterer eingepflanzt. Und für einen Hof wurden Platz und Raum erweitert. Eine öffentlich zugängliche Fläche mit einer Skulptur im Zentrum und freiem Zugang zum Schaufenster der Galerie. Diese Hofgestaltung und der Garten auf der Rückseite des Hofes
verstärkt das Lichte und die Leichtigkeit des Gebäudeensembles. Mit seinen Fensterflächen und der Farbgebung der Häuserwände passt sich das Atelierhaus ganz unspektakulär in die nachbarschaftliche Stadtlandschaft ein und ist doch in seiner formvollendeten Einzigartigkeit sichtbar.